sieht man nicht, aber hier diese Knopföffnung ist ein bisschen. Ist ein bisschen, ja, das ist der Brustmuskel, das Fett auf dem Brustmuskel. Sexy wäre schön, ja. Hallo, ich bin Kai Wiesinger und das ist Hingehört. Hallo Kai, sag mal, was machst du hier? Ich habe hier heute mein Hörbuch aufgenommen zu meinem Buch Der Lack ist ab. Ein Buch, das ich geschrieben habe, nachdem ich die Serie Der Lack ist ab, eine Amazon Prime Original Serie, die dort in 5 Staffeln zu sehen ist, geschrieben habe und immer das große Bedürfnis hatte, nicht nur die lustige Seite des Alterns darzustellen und den Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, sondern in dem Buch wird eine Stufe weitergegangen. Ein Schritt wird das Ganze vertieft, sodass ich sehr viel medizinischen Rat eingeholt habe und den in dieses Buch habe einfließen lassen, sodass das Buch ebenso wie das Hörbuch dem Hörer den ersten Besuch beim Arzt eigentlich fast erspart. Haben Männer mit der Midlife-Crisis mehr zu kämpfen als Frauen? Das kann ich nicht beantworten, weil ich kenne ja jetzt nur die männliche Perspektive. Also das Absurde ist aber ja, dass zum Beispiel Männern wird immer gesagt, naja gut, wenn ihr älter werdet, dann wird ja alles toller. Ihr werdet immer, ihr seht immer besser aus, attraktiver. Und es ist aber ein totaler Irrglaube, wenn man sich unter Männern aufhält, kriegt man doch mit, dass nicht jeder Mann, der graue Haare kriegt, automatisch aussieht wie George Clooney, sondern viele haben gar keine Haare mehr in dem Alter, wo sie sonst grau werden würden. Und das ist ja für den Menschen an sich jetzt kein schöner Zustand. Also Frauen haben auch ihre Probleme, aber es ist auch inzwischen erwiesen, dass die biologische Uhr auch für den Mann tickt. Nach Lesebrille, Haare färben und Darmspiegelung kommt noch was? Ja, also es kommt, das kann man ganz klar sagen, wenn man Glück hat und 40, 50 die Lebensmitte ist, also statistisch ist das ja für einen Mann etwa, wenn alles gut läuft, wird er glaube ich Ende 70, Anfang 80, also ein bisschen jünger eigentlich als eine Frau. Und man mal davon ausgeht, 40 wäre jetzt so die Lebensmitte, dann kommen natürlich rein statistisch kommen noch erstmal rund 40 Jahre, die man ja irgendwie rumkriegen muss. Und ich glaube, es ist fatal, wenn man sich dann so gehen lässt und darauf wartet, dass man irgendwo Domino spielend an einer Eckkneipe sitzt, sondern man kann sich ja im Kopf und auch im Körper versuchen, fit zu halten. Und dann hält das Leben ja doch noch einiges für einen parat. Was ich immer erschreckend finde, ist, dass es doch wahnsinnig viele ältere Menschen gibt, die gar nicht mehr das erfüllen, was wir uns als Kinder so unter einem alten Mann oder einer alten Frau vorgestellt haben, nämlich, dass sie weise werden. Dann wird die ganze Gesellschaft verblödet und das nimmt auch die älteren Leute, glaube ich, nicht aus. Und wir sollten zusehen, dass wir das Älterwerden wieder als auch was Positives betrachten und auch den Kindern vor allen Dingen zeigen, dass wir mit erhobenem Haupt älter werden und nicht nur versuchen, uns den Jugendlichen anzugleichen, extrem hip und flott zu sein und uns sozusagen auf das jugendliche Niveau begeben und versuchen, das so lange zu halten, wie es nur geht. Weil damit machen wir ja auch die Perspektive für Kinder ganz gruselig, weil sie wissen, ab 40 müssen sie versuchen, sich wieder nach unten zu orientieren und können gar nicht in Ruhe älter werden. Dabei wäre das doch eigentlich was ganz Schönes. Was bedeutet dir heute noch die Auszeichnung als Best Dressed Man? Die Auszeichnung ist schon eine gewisse Zeit her, weil ich im Moment ist mein größtes Ziel eigentlich wirklich der Minimalismus. Also ich versuche, Best Dressed ist natürlich toll. Also ich finde es toll, wenn man sich so in der Öffentlichkeit kleidet, dass es einem selber gefällt, dass man selber sich wohlfühlt und auch nicht irgendwie so Respekt voreinander und vor der Gesellschaft verliert, dadurch, dass man irgendwie nur noch in so einem Schlabberlook rumrennt, das finde ich ganz merkwürdig. Ist irgendwie was Amerikanisches, glaube ich, was bei uns Einzug gehalten hat. Das ist alles, dass viele andere Werte, die den Bach runtergehen, offenbar auch das. Das hat ja auch mit Respekt sich selbst und in der Beziehung auch dem Partner gegenüber zu tun. Viele lassen sich irgendwann so gehen und denken immer, naja gut, man hat sich ja. Und dann rennen die Frauen alle nur noch mit dem Dutt rum und der Mann in der Sporthose. Das macht es ja nicht gerade sexy für beide. Also mir bedeutet das heute nichts mehr. Das fand ich damals lustig. Obwohl ich mir da nicht sehr viel Gedanken drüber gemacht hatte, so eine Auszeichnung mich traf. Mein Ziel jetzt wäre es wirklich, von allen irgendwie nur noch 3 oder 5 Kleidungsteile zu haben, aus der Waschmaschine nur noch Sachen zu nehmen, die zueinander passen und die aber auch alle mir passen. Ich finde es ganz schrecklich, wenn man immer feststellt, ich muss den Anzug doch wieder zurückhängen, weil der einfach hier oben spannt.